Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem Vortrag über die Entwicklung der Entscheidungskompetenzen für komplexe Situationen. In diesem Vortrag werde ich mich befassen, wie mit dem Thema Entscheidungen als solches. Und dann werden wir auch das Thema differenzieren zwischen kompliziert und komplex, weil wir viele eigentlich im Alltag noch verwechseln und die gehen einander über, aber ich würde gerne eine Differenzierung vornehmen, weil der Begriff komplex ist etwas, wird etwas inflationär benutzt. Ja, früher war es nur, ich habe viel zu tun, nachher ist alles sehr kompliziert und zuletzt war es alles sehr komplex. Und wir haben hier unter den Teilnehmenden praktisch eine Dame sich mit dem Thema Resilienz befasst und der Unterschied oder die, wenn man in einer komplexen Welt ist, die Gefahr groß, dass man praktisch sagt, okay, ich neige zum Burnout, weil es alles so schwierig. Wir werden sehen, dass da das Thema Entscheidungsmüdigkeit, Entscheidungsaversion auch eine Rolle dabei spielt. Und nachher werden wir zum Thema Kompetenzen. Welche Kompetenzen brauche ich tatsächlich, um, ich sage mal, gescheit und sicher Entscheidungen zu treffen in komplexen Situationen. Okay, dann spulen wir weiter. Ich würde mich gerne vorstellen. Unsere Grafikdame, die Lea, hat hier ein schönes Bildchen. Es geht bei mir rauf und runter. Zuletzt geht es wieder nach oben. Das ist immerhin positiv. Gut, wofür stehe ich? Making people more happy or the happier at work. Das ist so mein Spruch. Und wovon habe ich etwas Ahnung? Thema Motivationsanalyse, Personaldiagnostik, Produktivität, das ist etwas, was mich viele Jahre begleitet hat und letztlich Future Skills, ein Projekt, was wir starten und wir hoffen, ein Tool praktisch in den nächsten Monaten bereitzustellen dafür. Ja, Expertise des Unternehmens. Wir haben Kompetenzmodelle entwickelt. Wir nennen das Soft Skills. Man nennt das aus dem Englischen Competencies, aber man hat es ins Deutsche eigentlich als Soft Skills definiert. Wir haben auch ein Tool entwickelt, der macht nicht nur die Analyse, sondern auch die Entwicklung. Und wir haben nicht nur praktisch Freigebögen bewährt, normiert, aber auch künstliche Intelligenz, weil die ergänzen sich. Weil es interessant ist, dass es eigentlich eine Fremdbewertung, eine objektive Bewertung. Wir Menschen, wir können vieles, aber nicht objektiv bewerten, weil wir Subjekte sind. Und dafür gibt es viele Gründe, warum das so ist. Und dann, wie gesagt, dieses Tool ist eine Cloud-Lösung und hat Flatrate und so weiter. Soweit, so gut. Gehen wir zum Begriff Komplexität. Ja, ich habe es vorhin erwähnt, es gibt kompliziert und komplex. Und da würde ich gerne differenzieren. Kompliziert ist, wenn etwas viele Variablen hat. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, eine Herzoperation, da muss ich praktisch nicht nur auf die Temperatur, muss Herz Schläge und ich weiß nicht was. Ich bin kein Arzt, von daher habe ich keine Ahnung. Aber ich weiß, das sind viele Variablen, die man berücksichtigen sollte, wenn ich praktisch ein Werk verlagere. Zum Beispiel von England nach Deutschland wegen Brexit und so weiter, da muss ich viele Sachen beachten. Ist aber so, dass ich bei all der Kompliziertheit ist die Ursache-Wirkung klar erkennbar. Wenn ich nicht verlagere, kann ich nicht in Deutschland produzieren. Wenn ich praktisch nicht die Lieferkette auf die Reihe bringe, kann ich nicht umsetzen. Das heißt, im Grunde genommen ist der Lösungsweg ist komplex. Entschuldigung, kompliziert, erfordert hohe Kompetenz, ist aber machbar aus Sicht, ist nur zeitaufwendig, kostenaufwendig, aber machbar. Was passiert mit dem Komplex? Ein Komplex ist ganz anders. Wir haben eine hohe Dynamik und gegenseitige Abhängigkeiten. Zum Beispiel, das wäre die Frage Aktienkurse. Aktienkurse bedeutet, wenn praktisch in Japan ein Flugzeug stürzt und so weiter und so fort, das kann Auswirkungen haben auf den Wert meiner Aktien in Deutschland, DAX-Index. Wir haben eine Ursache-Wirkung-Kette, die nicht erkennbar ist. Das heißt, wenn ich nicht weiß, dass ich in Japan ein Flugzeug gestürzt ist,
kann ich nicht erkennen, woher jetzt praktisch eine Veränderung in Dagsbergmanns Unternehmens. Und das Lösungsmuster ist nicht immer bekannt. Und ich würde gerne praktisch am Beispiel Corona. Es ist allenthalben bekannt. Die erste Welle war im März und die Infektionswege am Anfang unbekannt. Ich kann mich entsinnen über das Thema mit der Fernbedienung und so weiter, Hände waschen und so weiter und so fort. Und dann stellt sich heraus, die Übertragungswege sind praktisch über die Luft, über die Aerosole. Die Abhängigkeitsfaktoren waren am Anfang unbekannt. Krankheitsverlauf war auch unbekannt. Ich spreche vom März, nicht von jetzt. Und Therapie war unbekannt und Nachwirkung war unbekannt. Das heißt, im Grunde genommen, die hat eine Unsicherheit. Unsicherheit führt zu Angst, weil ich nicht weiß, wohin führt das? Werde ich krank? Werde ich gekündigt? Was passiert mit mir? Und was wir machen, da wir die Lösung nicht kennen, wir probieren herum. Dadurch können wir nicht planen und dadurch entstehen horrende Kosten. Im Grunde genommen alles jetzt, den Vortrag habe ich voriges Jahr zum Herbst im Oktober vorgestellt. Damals war alles sehr frisch, mittlerweile ist etwas Schnee von gestern. Aber ich möchte dadurch zeigen, damals war das komplex und da haben wir viel reagiert. Politik muss reagieren, das hätte ich einen Ansatz mittlerweile, wie man agiert, anstatt zu reagieren. Gesundheitssystem muss reagieren, Unternehmen müssen reagieren. Und was passiert jetzt im Oktober? Im Oktober haben wir die Infektionswege sind bekannt, ergo lassen sich Maßnahmen einleiten. Die Abhängigkeiten sind bekannt, die Krankheitsverlauf ist bekannt und Therapie und Erfahrungswerte liegen vor, sogar demnächst Medikamente und Nachwirkungen sind auch bekannt. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben aus dem Komplex ist kompliziert geworden. Manche sind noch in dem Mindset geblieben, dass es noch komplex ist, aber letztendlich mittlerweile aus meiner Sicht ist kompliziert. Das heißt, in Klartext, beim Komplex, wo geht es lang? Weiß ich nicht. Probieren, erkennen, reagieren. Ja, auch wenn es auch uns nicht gefällt, ist es reagieren. Beim komplizierten sind Maßnahmen sind bekannt und dann planen, kommunizieren, umsetzen. Das wäre so die Quintessenz der Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Dadurch haben wir praktisch unsere Thematik abgegrenzt. Ich würde gerne hier den Herrn Professor Kruse gestorben, der leider Gottes vor ein paar Jahren gestorben ist, hier zu Wort kommen lassen, dass er uns erklärt, Aktionsmuster, wie Menschen reagieren auf Komplexität. Das heißt, es gibt fünf verschiedene Varianten und würde ich gerne, dass ihr euch das anhört, wie Menschen reagieren könnten. Also wenn Sie wollen, gibt es aber verschiedene Muster, wie man das machen kann. Die erste Reaktion, die man hat, die ist eine kindliche, man probiert mal so ein bisschen rum. Eine Strategie ist Trial and Error, ich probiere einfach aus. Wenn die Situation jetzt real komplex ist, dann ist das schlichte Ausprobieren auf Dauer keine Lernstrategie. Die zweite Möglichkeit, die von Menschen sehr, sehr geliebt wird, ist das Ausblenden. Das heißt, sie sagen, es interessiert mich gar nicht, ich gucke mir das Ganze gar nicht an, ich bleibe bei meinem alten Muster. Und glauben Sie mir, das ist eine Fähigkeit, die Menschen sehr, sehr trainiert haben. Das heißt, die rennen einfach ihr Muster weiter und tun so, als ob nichts passiert ist. Die Strategie, auf die wir maximal stolz sind in unserer Kultur, die aber uns leider sehr stark an die Grenzen führt, ist das rationale Durchdringen, das Verstehen. Die Menschen gehen sozusagen hin und sagen, ich versuche eine Komplexität für mich tatsächlich über die Details zu verstehen. Stellen Sie sich mal in die Rolle eines Kunden in der heutigen Welt des Konsums und versuchen Sie mal im Detail alles zu verstehen. Sie können gerne hingehen und können Stiftung Warentest alle Testbroschüren durchlesen, die Ihnen dort angeboten werden. Sie werden nicht über rationales Verstehen weiterkommen. Und weil das so ist, weil die Menschen das begreifen, dass sie mit Rationalität nicht weiterkommen, greift die vierte Strategie. Das ist nicht das Verdrängen, sondern das ist das sich konzentrieren auf einzelne Faktoren. Simplify your life. Das heißt, sie trivialisieren das System durch Reduktion auf wenige Kriterien. Das heißt, dann ist letztlich der Preis das, worüber sie entscheiden. Sie sagen, ich verstehe die Welt zwar sonst nicht mehr, aber den billigsten finde ich immer noch raus. Also sie können Komplexität einfach dadurch bewältigen, dass sie trivialisieren. Auch keine wirklich gute Strategie, weil in dem Moment, wo sie trivialisieren, behandeln sie das System wie ein kompliziertes System.
ein kompliziertes System kann man vereinfachen durch Trivialisierung, indem man es unterteilt. Ein komplexes System zerstören Sie, wenn Sie trivialisieren. Und da sind wir bei der Strategie, die zurzeit wahrscheinlich die einzige ist, die wirklich greift. Das ist die fünfte Strategie, das ist die emotionale Bewertung, das ist das intuitive Agieren. Menschen sind in ihrem Gehirn auf faszinierende Art in der Lage, Komplexität über Musterbildung zu reduzieren. Das heißt, Intuition, ein Begriff, den wir viele Jahre lang sehr beiseite geschoben haben, bekommt im Moment eine gigantische Bedeutung. Intuition bedeutet, dass mein Gehirn Musterbildung gelernt hat, die jenseits meines rationalen Verstehens hilfreich sind. Nur wenn Sie intuitiv tätig sind, dann sollten Sie eine sehr lange Lerngeschichte am Rande der Überforderung hinter sich haben. Intuition ist die Fähigkeit des Gehirns, komplexe Muster zu bilden, jenseits meines Verstehens. Jetzt haben wir mit Intuition, also wenn Sie so wollen, eine gigantische Lösung im Umgang mit Komplexität. Wir haben nur ein riesiges Problem. Wenn die Welt sich zwischendrin geändert hat, dann sind meine Intuitionen, die sich gestern ausgebildet haben, heute noch immer gefühlt genauso sicher wie früher, nur leider völlig daneben. Weil die Rahmenbedingungen, unter denen ich die Intuition ausgebildet habe, nicht mehr die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich sie heute anwenden möchte. Und wenn Sie sich das Gehirn mal anschauen, eins ist auf jeden Fall richtig. In meinem Gehirn habe ich immer das Gefühl, richtig zu sein. Das ist die Eigenart des Gehirns. Die Wirklichkeit, die ich erlebe, ist für mich wahr. Ob die tatsächlich in dem Sinne auch erfolgreich und nützlich ist, ist eine ganz andere Frage. Also wenn Sie eine Führungskraft haben, die auf intuitiver Basis Entscheidungen trifft, wundern Sie sich bitte nicht, dass die sich diese Entscheidungen glaubt. Weil in dem Gehirn der individuellen Führungskraft ist das immer richtig, was da läuft. Aber ob das auch angemessen ist für die Marktsituation, ist eine andere Frage. Also bevor ich mich der Intuition eines Menschen anvertraue, gucke ich mir immer an, in welchem Rahmen hat er seine intuitive Kraft gelernt. Ist der wirklich noch up-to-date? Dieser Begriff up-to-date ist recht nett in dem Zusammenhang. Sie müssen sozusagen Ihre Krisen in der Situation durchlebt haben, die heute Gültigkeit hat. Wenn sozusagen meine Krisen, die die Basis meiner Intuition sind, vorgestern und vorvorgestern gelegen haben, dann reagiere ich leider intuitiv auf eine völlig falsche Rahmenwelt. Das heißt, wenn eine Führungskraft mit dem Gefühl, völlig richtig zu sein, heute etwas entscheidet, gucke ich mir immer an, in welcher Situation hat die ihre Intuition ausgebildet? Das heißt, ist sie wirklich ein intuitiver Experte von heute oder ein intuitiver Experte von gestern? Und jetzt sind wir wieder bei der Aufgabe, die wir dann haben. Wo immer wir uns in einer komplexen Welt leben, bitte Punkt 1, bleiben Sie wach. Punkt 2, vernetzen Sie sich mit allem, was da ist und lassen Sie Ihre intuitiven Bewertungen zu, weil das ist der beste Weg, den man wählen kann. Nur wenn das die intuitive Bewertung eines Einzelnen ist, werde ich heute sehr vorsichtig, weil ich nicht mehr genau weiß, aus welchem Rahmen sie kommen. Und das ist der Teil, wo wir mit unserem Verfahren, mit diesem Interviewverfahren dann auch eingreifen. Es ging uns darum, kollektive Intuitionen messbar zu machen. Weil wenn ich das abstützen kann über viele, dann bin ich wieder relativ sicher, dass ich nah dran bin am realen System. Sonst passiert mir das, was Herrn Grundig passiert ist mit Betamax und VHS. Er hat intuitiv das Gefühl, es ist richtig, auf Betamax zu gehen. Nur leider war die Welt drumherum der Meinung, es ist VHS. Und das kann das Ende einer Firma sein. So, damit subsumiere ich jetzt praktisch die fünf verschiedene Möglichkeiten dieses Trial and Error. In Startup-Jargon heißt das fail-fast, fail-safe. Das heißt, im Grunde genommen, ich kann diese Methode nur anwenden, wenn ich sehr schnell eine Korrekturschleife fahre. Wenn praktisch dieses fail-safe konkret da ist. Das heißt, ich kann etwas ausprobieren und sehr schnell erkennen, ob es funktioniert oder nicht. Die zweite ist dieses Ausblenden. Es könnte sein, dass es sinnvoll ist, kurzfristig einen bestimmten Vorgang auszublenden. Es ist die Frage, wann kann ich mir das leisten? Das heißt, im Grunde genommen, diese Reaktionsverfahren, diese fünf, die erwähnt werden, die haben unterschiedliche Use Cases, in denen man sie verwendet. Ich habe ja ein Seminar, wo ich erkläre, wann macht das Sinn an ein bestimmtes Verfahren, in welchen Use Cases und welchen nicht. Dieses rationale Durchdringen, weil sie sagte, ja, Professor Kruse war ja in Bremen an der Uni, das heißt, er kennt die deutsche Denkweise. Und wir
Das ist meine Erfahrung. Wir reden von Komplexität in vielen Fällen nur deswegen, weil wir praktisch alle Aspekte erfassen wollen. Und dann sagt er, okay, dann kann man es praktisch reduzieren, man hier bei der Tribalisierung auf einen Preis. Damit ist nicht getan, aber letztendlich, man kann, ich komme jetzt gleich darauf, die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit und Entscheidungsaversion, wenn man zu einer großen Auswahl an Möglichkeiten hat. Gut, und damit kommen wir zum entscheidenden Punkt, was er praktisch als die Krönung, als der Krönungsweg darstellte, dieses intuitive Agieren. Wobei dazu gehört dieses regelmäßige Updaten, aber auch um die Community, die sogenannte Schwarmintelligenz. Und ich würde gerne praktisch das hier begleiten, indem wir auch uns mit dem Thema Intuition auch befassen. Und zwar Intuition klingt so, als würden wir irgendetwas Neues erfinden. Ich intuiere. Nein, intuieren bedeutet datenbasiert, das heißt auf der Basis von Erfahrung, ist aber eine unstrukturierte Lösung. Das heißt, im Grunde genommen, ich habe den Eindruck, dass es so sein könnte. Das heißt, ich kann es nicht beschreiben, die Lösung kann ich nicht beschreiben. Ich kann nicht erklären, wie komme ich zu dieser Lösung. Deswegen nennen wir das Intuition. Deswegen ist es eine rationale Form, aber unstrukturiert. Gut, ich möchte jetzt zum Thema Entscheidung kommen. Und zwar, ich habe Party über die Zeitakademie, die ich empfehlen kann, in einem Kurs über Psychologie. Da wird der Professor Förster interviewt, beziehungsweise hält Vorlesungen sehr ausführlich, sehr lang, sehr fundiert, hat sich mit dem Thema Entscheidungen befasst. Und wir kennen ja die verschiedenen Aspekte wie Aversion, Müdigkeit, kognitive Ressourcen und Ballvielfalt. Ich würde gerne nur praktisch und dann die Unsicherheiten, die sich mit einer Entscheidung ergeben. Sonst wäre die Entscheidung treffen ganz easy, wenn wir nicht unsicher sind, ob die Entscheidung die richtige ist oder nicht. Gehen wir praktisch ganz kurz auf das Thema Aversion. Aversion ist die Neigung, Entscheidungen zu vermeiden. Ich will eigentlich keine Entscheidung treffen. Muss das sein? Muss ich eine Entscheidung treffen? Und kommen wir wiederum, je schwieriger die Entscheidung, das wissen wir auch alle. Ich muss praktisch ja an Investitionen treffen und so weiter und so fort. Und ich, damit hängt das Überleben des Unternehmens zusammen. Da tue ich mir schwer, als wenn ich sage, okay, was möchten Sie jetzt als Eis haben, aus Schokolade oder aus Vanille? Ja? Das heißt, im Grunde genommen, diese Aversion ist absolut natürlich. Dann kommt das Thema Müdigkeit, das ist ganz lustig, dass Müdigkeit entsteht praktisch durch die Müdigkeit auch des Tages. Das heißt, die Entscheidungsmüdigkeit entsteht praktisch, indem wir viele Entscheidungen treffen am Tag. Allein zum Beispiel die Wortwahl, die ich jetzt treffe, das heißt, in diesen 30 Minuten, die ich einen Vortrag halte, muss ich entscheiden treffen, welches Wort wähle ich für die Erklärung. Und ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht hängt auch mit der Wahlperfektion. Das heißt, wie gut muss meine Entscheidung sein? Wie gut muss meine Wahl sein? Und jetzt kommen wir wiederum, wir in Deutschland, wir sind kleine Perfektionisten. Wir müssen immer den perfekten Menschen, der in uns steckt, ein paar klein halten. Und deswegen die Müdigkeit einfach, weil wir immer alles perfekt machen wollen, macht uns fertig. Gut, ich habe ja vorhin erzählt von der Wahlvielfalt. Man kennt es ja und eigentlich macht Edeka und Company machen es eigentlich aus meiner Sicht verkehrt. Ja? Aber anscheinend gibt es andere Kriterien dazu. Und zwar die Wahlvielfalt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich praktisch auf eine Seite gehe und sage, okay, Sie können praktisch 6 verschiedene Varianten auswählen. Ja? Und man hat festgestellt, dass wenn man nur 3 Varianten, man wählt halt in der Mitte. Nach dem Motto, nicht zu billig, nicht zu teuer, halt in der Mitte, ich in der Mitte.
Weil man es eigentlich bedeutet, keine Entscheidung treffen. Weil wenn man mutig ist, sagt man, nein, ist das teuerste oder das billigste, aber nein, in der Mitte. Gut, lange nur kurzer Sinn. Die Entscheidungsaversion entsteht einfach, ich muss mich jetzt für eine Käse entscheiden. Was machen wir eigentlich? Wir schießen uns auf eine bestimmte Sorte, auf eine bestimmte Marke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kaufe im Grunde genommen fast immer den gleichen Käse bei der gleichen Marke. Und meine Hand geht eigentlich dahin. Und wenn der Laden praktisch umgestrickt wird, das machen sie des Öfteren, dann findet meine Hand nicht den richtigen Käse. Meine Hand ist dann irgendwie nervös. Scherz beiseite, das heißt, Wahlvielfalt erschwert die Entscheidung. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir später auf die Kompetenzen kommen, wir müssen über die Kompetenzen oder anhand der Kompetenzen diese Klippe überspringen. Genauso wie vorhin das Thema Müdigkeit, genauso wie das Thema Aversion. Gut, ich sage nichts Neues, dass im Grunde genommen für eine Entscheidung, eine fundierte Entscheidung, sind Kenntnisse notwendig, sind Daten notwendig. Wenn man sich jetzt das Thema Corona anschaut, dann muss ich sagen, vieles war nicht datenbasiert. Und das ist praktisch meine Kritik an der Politik, dass das nicht datenbasiert war und erst recht nicht kompetenzbasiert. Gut, jetzt kommt ein Begriff, Urteilsheuristik. Das bedeutet letztendlich, dass wir automatische Denkprozesse haben. Das heißt, im Grunde genommen, diese 20.000 Entscheidungen, die wir am Tag fällen, die tun uns nicht so weh, weil sie praktisch nicht kontrolliert sind. Die sind automatisch. Das heißt, wenn wir vom Bett aufstehen, was machen wir? Eigentlich der Ablauf ist konstant. Charles Duhigg ist ein Amerikaner, der sich mit dem Thema Gewohnheiten befasst hat. Und die Gewohnheiten sind diese automatischen Denkprozesse. Wir denken nicht mehr, wie starten wir das Fahrzeug, wie machen die Tür auf und so weiter. Das sind automatische Denkprozesse. Und die erleichtern unseren Entscheidungsprozess. Worüber wir heute hier reden, sind über kontrollierte Vorgänge, die kompetenzbasiert sind, die datenbasiert sind, die auch ein Team erfordern. Da kommen wir noch dahin. Aber ein interessanter Aspekt ist dabei, wenn wir eine Entscheidung treffen, haben wir gewisse Anker. Weil letztendlich der Anker ist unsere Erfahrung. Bis dahin haben wir immer die Entscheidung so getroffen. Und schwierig ist letztendlich, insbesondere wenn jemand schon ein gewisses Alter, gewisse Erfahrung, gewisser Kontext und immer bei derselben Firma, immer bei demselben Produkt oder hat immer im selben Haus gewohnt, im selben Land gewohnt, da haben wir einen Anker. Das heißt, unsere Entscheidung orientieren sich immer am Anker. Und die Frage ist, bin ich in der Lage, von diesem Anker abzuweichen? Der Anker gibt mir praktisch Halt, aber der hindert letztendlich auch eine Veränderung. Wir kommen wieder zum Thema Aversion. Das heißt, der Anker führt dazu, dass ich praktisch auch eine Version habe, praktisch eine Veränderung anzuführen. Und dann kommen wir wieder zum letzten Punkt, zum Thema Entscheidung im Prolegomen und in der Vorbereitung. Ist das Thema Entscheidung ist die Folge oder ist das Ergebnis eines Prozesses? Und den würde ich gerne auch durchgehen. Das heißt, es ist nicht am Ende des Tages, die Entscheidung ist dann fundiert und es ist belastbar und nachvollziehbar und ich sage mal im Controlling, ja, ist revisionsfähig, weil wir praktisch einen Prozess angehalten haben. Und deswegen gucke ich mir Menschen, wie treffen diese Menschen diese Entscheidung? Und demzufolge traue ich diesem Menschen, dass dieser Mensch für mich eine gute Entscheidung treffen wird, indem ich mir praktisch seinen Entscheidungsprozess anschaue. Kommen wir wieder zurück zu unseren Freunden von Keanu Reeves and Company. Die müssen Entscheidungen treffen, und zwar schnell. Das heißt, die Dynamik, das heißt, komplex haben wir festgestellt, ist eine hohe Dynamik und mit vielen Variablen. Das heißt, im Grunde genommen, Abstimmung im Unternehmen, Abstimmung mit vielen verschiedenen Stakeholders im Unternehmen, mit vielen Meinungen. Und wir wissen, dass Meinungen von Menschen sind ziemlich instabil. Manche Leute sind noch stärker instabil als andere. Das heißt, der Chef hat heute Ja gesagt,
Morgen sagt er nein und umgekehrt und so weiter. Und ich muss mich darauf anstellen. Kommen wir jetzt zu den Kompetenzen. Es gibt Phasen, Problemformulierung. Erst muss ich die Variablen beschreiben können. Aus welchen Variablen besteht mein Problem? Wenn ich das nicht beschreiben kann, kann ich es nicht lösen. Dann brauche ich Informationen, die sogenannte datenbasiert. Ich muss praktisch mich informieren, was für Lösungsansätze, wie andere Menschen praktisch, welche Lösungswege haben andere gewählt und so weiter und so fort. Wie oft passiert es, dass wir praktisch diesen Punkt überspringen? Oder andersrum, kommen wir wieder zurück, dass wir zu viel Informationen, kommen wir wiederum zum Thema Auswahlvielfalt. Wenn ich zu viele Wege in Betracht ziehe, ist es sehr schwierig, dass ich eine Entscheidung treffe. Deswegen gibt es viele Mitarbeiter, die das verstanden haben und sagen, lieber Chef, ja oder ja. Das heißt, im Grunde genommen, möchten Sie, dass wir es so machen? Und dann einfach die Antwort des Vorgesetzten, ja, machen. Ja, das heißt, dass wir schon die Entscheidung vorbereiten. Gut, dann Alternativen suche. Das heißt, es ist nicht damit getan, wir haben eine Dame im Kanzleramt, die meint, es ist alternativlos. Nichts ist alternativlos. Nichts und niemand. Das heißt, es gibt immer Alternative. Die Frage ist, ist billiger, teurer, dauert länger und so weiter und so fort. Und dann eine Bewertung der Alternativen. Aufgrund der Datenbasis, aufgrund der Problembeschreibung, aufgrund der Alternativen kann ich eine Bewertung vornehmen. Dann kommt die Entscheidung. Das heißt, erst ein Entscheidungsprozess, ganz eigentlich an fünfter Stelle, es kommen noch zwei Punkte dazu, an fünfter Stelle steht die Entscheidung. Und dann muss ich handeln. Entscheidung allein ist es nicht damit getan, ich muss dann handeln. Und dann kommt praktisch die Risikobereitschaft. Letztendlich zu sagen, okay, ja, ich treffe die Entscheidung, sage ich mal, Belljumping, zu sagen, okay, ich will auf den Berg gehen und dann Belljumping machen. Ja, aber der Sprung aus dem Fels, das ist es. Die Handlung und nachher Feedback, Kontrolle. Das heißt, ich muss schauen, hat das funktioniert? Das ist im Übrigen, was bei Corona nicht getan worden ist. Habe ich ein Feedback, eine Kontrolle? Okay, jetzt haben wir die sieben Schritte betrachtet. Wir sind hier beim Thema Kompetenzen. Jetzt frage ich mich, welche Kompetenzen gehören dazu? Und wir basierend auf unserem Kompetenzmodell mit 25 Kompetenzen haben wir praktisch hier dazu gepackt, welche Kompetenzen sind dann notwendig, um aus meiner Sicht ich habe in dem Fall nur eine Kompetenz, wir werden nachher in der Matrix feststellen, dass zu jedem einzelnen Entscheidungsschritt oder Prozessschritt mehrere Kompetenzen notwendig sind, bis 8 bis 9 unter Umständen. Aber ich habe hier mich auf ein paar jetzt hier fokussiert. Das heißt, im Grunde genommen, wir sehen, dass Entscheidungen lassen sich kompetenzbasiert treffen. Das wäre hier die Message des heutigen Tages. Auch komplexe Situationen lassen sich beherrschen, wenn man einen kompetenzbasierten Entscheidungsprozess verinnerlicht und entwickelt. Und wenn ich von Kompetenzen spreche, spreche ich nicht von der Kompetenz oder von dem Kompetenzprofil des Vorgesetzten, der Führungskraft, sondern vom Team. Das heißt, dass wir komplementäre Kompetenzen haben im Team. Ich kann nicht erwarten, dass jede Führungskraft oder jedes Mitglied im Team alle Kompetenzen in der gleichen Ausprägung vorweisen kann, sondern vielmehr, dass wir komplementäre. Und ich kann euch sagen, dass das in dem Seminar, was ich gehalten habe, ist als Quintessenz, als Message rübergekommen. Wenn du ein Problem hast, dann beschreibe es. Überleg dir, welche Kompetenzen notwendig sind und dann hol dir die Mitarbeitenden, ich sage mal nicht zu viele, weil dann ist es schwierig, das Meeting zu leiten, an eine kleine Gruppe, an eine schlagkräftige Gruppe mit den notwendigen Kompetenzen, die dafür notwendig sind, um das Problem zu lösen. Hier habe ich eine kurze Übersicht, da die Unterlagen auch daher zugänglich gemacht werden,
brauchen Sie da nicht zu schreiben. Aber letztendlich, da wollte ich nur hier zeigen, wenn man bei dir die Spalten sieht, wie viele praktisch innovativ sein zum Beispiel, das erscheint in drei verschiedenen Schritten. Aber auch, wenn man waagerecht schaut, zum Beispiel bei der Bewertung, kommen aus meiner Sicht 10 Kompetenzen ins Spiel. Das ist eine Bewertung durch meine Person, das heißt letztlich, das ist jetzt nicht durch ein Team, ein Expertenteam, sondern durch meine Person habe ich so zusammengetragen. Wie gesagt, das ist meine Meinung, lässt sich aber auch letztendlich, ich habe ja Kommentare dazu erhalten, lässt sich auch anders bewerten. Gut, und dann habe ich mir erlaubt, aus unserer Datenbank zu schauen, wie ist das Kompetenzprofil von verschiedenen Positionen. Und zwar, da haben wir in dem Fall von Geschäftsführern, von Führungskräften und von Experten. Und da habe ich auch gezeigt, praktisch das Niveau des Kompetenzprofils, das heißt die Höhe. Das heißt, im Grunde genommen, wir sind der Meinung in unserem Unternehmen, dass ein Kompetenzprofil eines Geschäftsführers vom Gesamtniveau her sollte etwas höher sein. Und das sehen wir hier, die schwarzen Balken sind etwas höher. Und ich sage mal, ist gut so, auch wenn manche Sachbearbeiter meint, einfach da oben sind nur Nieten. Das ist praktisch nur der eigene, die subjektive Bewertung. Sollte die sogenannte Experte einmal nach oben kommen, würde mich interessieren, wie die Experten über ihn nachher bewerten würden und reden würden. Gut, hier habe ich ein paar Kompetenzen rausgefischt, wo man praktisch den Unterschied sieht, praktisch insbesondere Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreude und so weiter und so fort. Sachen, die man halt von einer Führungskraft erwarten dürfte. Und dazu gehört praktisch letztendlich, das heißt, dieser Entscheidungsprozess am Ende dieser Entscheidung, dieser Handlung, da gehört die Risikobereitschaft und nicht die Risikoaversion. Die sogenannte German Angst, da ist da nicht hilfreich. Gut, Entscheidungskompetenz verbessern. Jetzt haben wir festgestellt, was notwendig ist. Die Frage ist, verfüge ich über das notwendige Kompetenzprofil? Und dann haben wir hier praktisch in einem Team, haben wir praktisch bestimmte Damen und ein Herr, wo wir sagen, okay, wir würden gerne wissen, welche Kompetenzen haben die Leute im Team. Dann gibt es praktisch ein Kompetenzprofil. Man kann über einen Fragebogen ermitteln, das ist von unserem, ein Bild von unserem Tool ThinkSimple Plus, ein Fragebogen. Und dann kommen die Ergebnisse und dann kann ich vergleichen mit dem Soll-Profil und dann sehe ich praktisch, wo sind die letztendlich die Abweichung Soll ist und so weiter. Man hat auch die Möglichkeit, also über KI, über eine künstliche Intelligenz, über ein Video basiert, über eine Auswertung eines Videos, praktisch die verschiedenen Komponenten, Dimensionen des Big Five Persönlichkeitsprofils, im Übrigen auch die Emotionen. Entscheidungen haben auch viel mit Emotionen zu tun, sowohl bei der alternativen Bewertung, ja, du, deine Lösung und so weiter und so fort, und dies und jenes, es wird praktisch etwas hitzig. Und da ist die Führungskraft eine emotionale Stabilität, dass ich eigentlich auch akzeptiere, dass jemand anders eine bessere Meinung hat oder einen besseren Vorschlag als ich. Und da spielt Party dieser 7 Komponenten des Emotionsindex spielen eine Rolle. Ab und zu reagieren Leute sehr bissig, weil sie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Ich habe Angst oder ich habe Angst, meine Meinung zu äußern. Oder ich bin sauer, dass meiner Meinung nicht berücksichtigt worden ist. Jeder von uns kennt diese Situation. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Erfassung wichtig, weil das eigentlich für Teamwork wichtig und insbesondere auch im Übrigen Remote Working, wo man nicht in einem selben Raum sitzt, wird es noch schwieriger, wenn man sich selber nicht im Griff hat. Ja? Gut. Und dann kommen Handlungsempfehlungen, woran ich arbeiten sollte und so weiter und so fort. Dann ist praktisch auch Entwicklung, wir entwickeln die Kompetenz praktisch, beginnen mit der Diagnostik und dann
ist dann auch ein Prozess, der Entwicklungsprozess und so weiter und so fort. Und am Ende geht es darum, Lernüberprüfung, habe ich mich tatsächlich entwickelt? Kann ich Entscheidungen besser treffen? Und das wäre am besten, wäre es, wenn zum Beispiel nachher die Kolleginnen im Unternehmen mir Feedback geben, ja, in den Sitzungen warst du positiver oder hast du konstruktiver Beiträge geleistet? Du warst in der Meinung, auch meine Meinung anderes zu akzeptieren. Deine Vorschläge sind viel besser als früher und so weiter und so fort. Vielleicht auch dann, aber dann noch, da sehen wir Handlungsbedarf und so weiter und so fort. Dann sicherlich bleibt noch einiges übrig für die nächste Entwicklungsschleife und so weiter und so fort. Und das wäre praktisch über Videos, über Consultants, über dies und jenes. Und am Ende stellen wir fest, okay, da haben wir die Werte, haben wir uns weiterentwickelt. Und wenn wir zu unseren Freunden von Matrix kommen, haben wir festgestellt, auch die haben sich entwickelt und sind weiter und haben die das Thema das Böse im Film besiegt und ganz schnell, wie wir gesehen haben, schneller als die Kugeln, die Jungs. Ja, nächste Woche haben wir einen KI-Coach-Termin und wer teilnehmen möchte, gerne eingeladen. Und im Übrigen auch übernächste Woche dann haben wir das nächste Webinar, wo wir uns mit dem Thema New Work und Remote Working, habe ich vorhin kurz erwähnt, gestreift. Das Thema erfordert neue Future Skills. Und da gibt es eine Gartner-Studie ganz aktuell, die zeigt praktisch, wo die Reise hingehen könnte aus Sicht der Personaler. Und das möchten wir gerne erläutern. Ja, damit sind wir zum Ende des Webinars angelangt. Ich hoffe, ich konnte etwas Einblicke geben in die Thematik und freue mich auf die Fragen.